Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren View hier auf meinem Kanal. Von diesem View rede ich bereits seit mehreren Monaten und heute ist es endlich soweit. Ich habe nämlich hier ein schickes Orblager auf CB4 und all diese Kisten sind voll mit Erzen oder anderen Items auch, wie zum Beispiel hier Prismarinzeug, dann haufenweise Pilzen, Kakteen, Packeis, dann haben wir hier noch ein paar tote Büsche oder auch die anderen Pilze und das sind ja ein paar hunderte, ich glaube es sind sogar Millionen Stück, also wir werden hier auf jeden Fall gut was an Orbs rausbekommen. Es ist jetzt sogar Punkt 18 Uhr, bedeutet die ganzen Items müssten sich gerade zurückgesetzt haben und das werde ich natürlich nutzen. Und wie ich schaue mir kurz mal hier meinen Rang an, mein Score ist gerade bei 979 und mein Orbguthaben war gerade bei 30.011.000 und ich würde sagen, ich tue das Ganze abgeben und ich denke euch mal eine kleine Timelapse raus. Am Anfang lief noch alles gut mit dem Wechseln der City-Builds, um immer den besten Ore-Preis zu bekommen. Aber nach etwa der Hälfte hat der Server mir dann sogar eine temporäre Sperre für den /Switch-Befehl gegeben, weil ich so oft den Server gewechselt habe. Das Ganze konnte ich dann noch mit /Portal etwas umgehen, da ich dann trotzdem geportet wurde. Aber auch der Befehl wurde mir dann sogar zweimal gesperrt. Wusste ich bisher auch noch nicht, dass es solche Sperren gibt, aber nur mal so für euch zur Info. Gut, es ist fast eine Stunde rum. Ich habe gerade auf dem Konto etwas mehr als 40 Millionen. Also ich habe jetzt so ja, 10,5 Millionen allein mit den Erzen abgegeben. Und jetzt habe ich ja hier zum Beispiel noch sehr viele andere Items, die auch noch ein paar Orbs mit sich bringen. Ich bringe erstmal den kleinen Spaß hier weg. Denkst du jetzt 60.000 Orbs, bisschen hier, ja, ist ja nicht so viel. Aber es geht mir natürlich auch neben den Orbs natürlich der Score, also diese Rangliste in den Orbs aufzusteigen. Ich glaube, die, ja, ich würde sagen, die Pilze machen wir mit zum Schluss, weil das sind schon ein paar Millionchen. Und da will ich mal sehen, wie viel ich am Ende da rausbekomme. Kürbis habe ich hier noch, Tomaten. Es Packeis habe ich auch recht viel. Dann geben wir, Alter, 13 Millionen. Zack. Ah, ja, kriegen wir nicht mehr den ganzen Preis. Jo, das hat ja richtig reingescheppert. Das ist ja, ich hatte zum Glück ein Home da drin. Oh, 1,4 Mille. Kakteen haben wir auch nochmal. 800k Zuckerrohr, fast 2 Millionen tote Büsche nochmal. Dann gehe ich mal nochmal hier zu meinem Home und laden da den ganzen anderen Spaß mit ein und vor allem auch die ganzen Pilze. Das ist nämlich das Interessante. Und dann gehen wir mal auf CB3. Da ist sicherlich nichts abgegeben worden. Gehen wir erstmal noch Kaktus ab. Dann Prismarin 1,2 Mille. Yo, wir haben jetzt einfach schon mal 20 Mille kurz gemacht. Das schmeckt natürlich auch. Sand habe ich hier noch ein bisschen, eine halbe Million. Nochmal den und so. Braune Pilze 3,6 Millionen. Und die Pilze 5,1 Millionen. Da wären wir bei 70 Millionen. Wir gehen jetzt nochmal zum Orbhändler und schauen, welchen Score wir jetzt erreicht haben. Wir waren, glaube ich, bei 928, sind jetzt 2239. Mein Rang, auf den hätte ich schauen müssen. 643 bin ich jetzt. Muss mal schauen, ob ich irgendwo krass, vor allem bei den Erzen. Ja, da haben wir schon viel.
Bei Magma Creme, okay, die habe ich jetzt zwar nicht abgegeben, aber ansonsten rote Pilze und braune Pilze bin ich jetzt in der Rangliste. Rote 24, braune 30, Weizen 17, das war ich auch schon vorher. Schneebälle bin ich und Packeis auch aufgestiegen. Dunkle Prismarine, ja, okay, das hält sich noch in Grenzen. Ah, krass, ich blende mal hier kurz meinen aktuellen Rang von vorhin ein. Mal sehen, wie sich das jetzt geändert hat. Mir fällt auch gerade auf, ich habe noch gar nicht alles abgegeben. Ich Idiot. Weil ich habe hier auf CB5 auch noch so ein kleines Zwischenlager gehabt, damit hier schnell was abgeben kann. Ich würde sagen, das gehe ich noch kurz ab und dann sehen wir uns nochmal gleich wieder. Da bin ich wieder mit, naja, ich würde sagen, mit einer guten Million mehr. Ich schaue jetzt nochmal. Rang 624. Ich würde sagen, dafür, dass ich jetzt ungefähr so eine Stunde lang das Ganze gemacht habe, ich denke mal eine gute Ausbeute und hätte natürlich noch deutlich viel mehr rausholen können, wenn ich nicht nur die Erze, sondern auch viel mehr von dem anderen Zeug, was uns hauptsächlich viele Orbs eingebracht hat, natürlich abgeben würde. Schreibt gerne mal in die Kommentare, womit ihr euch die meisten Orbs verdient. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren für mehr Griefer Games Content. Und ansonsten sehen wir uns zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Joint auch gerne unten in der Beschreibung meinen Discord, ganz wichtig. Haut rein und ciao, Leute.